hier auf meinen kleinen, aber feinen Kanal. Willkommen zu diesem wunderschönen Video. Heute schauen wir uns den Überschallschläger an, den es ja derzeit gibt im Shop. Im Shop? Im Lama. Und die werden schauen, was er kann, wie man ihn am besten bergt und was man beachten sollte, also Besonderheiten. Und ich würde sagen, wir fangen auch gleich mal an mit der Besonderheit. Ihr könnt ja sehen, das ist ja ein Kampfjet, der zusammengeklebt worden ist, an der Stange geklebt worden ist und jetzt als Nahkampfwaffe gilt sozusagen. Und was die Besonderheit hier ist, ist tatsächlich, dieser schießt. Zwar keine Raketen, aber er schießt, ja, LMG, also LMG-Schüsse sozusagen, kann man sagen. Also da kommen Schüsse raus. Und diese machen tatsächlich auch Schaden. Das heißt, sie sind nicht nur Dekoration, sondern tatsächlich machen sie auch Schaden an Zielen. Das sieht man dann auch entsprechend, wenn man dann mit dieser Waffe spielt. Dieser Effekt, dieses Schießen, kommt aber erst, wenn die den schweren Angriff entsprechend ausführt. Und ich würde sagen, dass dazu, das ist die Besonderheit, beim schweren Angriff werden Schüsse ausgelöst, die dann dementsprechend auch dem Gegner Schaden zufügt. Und ja, wir werden uns die Waffe mal anschauen, wie ich sie geperkt habe. Ich muss sagen, ich habe sie jetzt so geperkt und ich war jetzt eigentlich relativ zufrieden gewesen tatsächlich. Man kann sie natürlich jetzt mit dem Handsetup spielen, noch stärker machen. Man kann auch mit einem bestimmten Kernvorteil die Waffe auch nochmal interessanter machen. Aber mit dem, was ich jetzt hier gesehen habe, kann man mit der Waffe tatsächlich arbeiten. Aber natürlich, ich bin kein Nahkampfexperte. Dementsprechend, ich stelle, wie gesagt, die drei Nahkampfwaffen hier zu diesem Event vor. Baum des Lichts kommt auch noch und auch dieser Schlag, also dieser Boxhandschuh. Die Sache ist aber, ich bin kein Nahkampfexperte. Dementsprechend, wenn jemand bessere Setups schon vorgestellt haben sollte, ein YouTuber, und entsprechend auch diese Waffen vorgestellt haben sollte mit den richtigen Perks, dann könnt ihr das auch entsprechend in die Kommentare reinschreiben und den Leuten natürlich auch die Chance geben, sich dann diese Videos auch anzuschauen. Und wir fangen auch gleich mal an. Ich habe sie eigentlich so geperkt, wie ich eigentlich fast jede Waffe perke. Crit-Wertung, einen Damage-Perk, Energie und Crit-Schaden. Dann habe ich Schaden gegen deine Ziele. Dies liegt aber eher daran, warum ich Leichtschaden mitgenommen habe. Man kann hier tatsächlich auch andere Perks mitnehmen. Man könnte hier auch das hier mitnehmen. Schaden gegen betäubt, den Gestraucheln geraten, eingefrorene und zu Boden geworfene Ziele. Wir haben einen Schlag etwa von 2000. Das heißt, dieser Perk würde sich ja eigentlich deutlich besser lohnen. Hierbei sollte man aber kurz erklären, ich spiele normalerweise immer ein Ninja-Setup mit meinem Helden-Hybrid. Dieser Hybrid, kurz erklärt, der sorgt, wenn ich den Drachenschlag ausübe, Leitschaden. Das heißt, Höhen bekommen was Feuerleitschaden. Und diesen nutze ich dann dementsprechend auch mit dieser Waffe. Das heißt, ich setze Drachenschlag ein und greife dann mit dieser Waffe an und mache dann 30% Schaden gegen kleine Ziele. Ja, also nicht falsch verstehen, wenn ich jetzt diesen Perk dabei haben sollte, der hier würde sich deutlich mehr anlehnen, natürlich Schaden gegen Betäubte und ungeworfene Ziele. Wie gesagt, das wäre deutlich besser. Das entsprechend dazu. Ansonsten haben wir noch ein paar Kernvorteile. Man kann Leitschaden tatsächlich auch mitnehmen. Ich habe das jetzt entsprechend nicht dabei. Ich habe nämlich das hier drin. Wenn du ein Gegner mit dieser Waffe triffst, steigt deine kritische Trefferwertung 5 Sekunden lang um 6. Kann bis zu 5-mal gestapelt werden. Kurz erklärt, was mit 6 gemeint ist. Das sind 6%. Oder 6 Punkte, je nachdem. Man muss schauen, tatsächlich bin mir da nicht ganz sicher, ob das jetzt 6% sind oder 6 Punkte an sich. Das heißt, hier würde, wenn ich den ersten Schlag ausübe, für 5 Sekunden das nicht auf 41,5% kritische Trefferchance sein, sondern auf 47%, also 47,5% sozusagen. Da bin ich mir gerade unschlüssig tatsächlich, denn auch hier. Es gab früher nämlich die Möglichkeit, wenn du geschossen hast und ein entsprechendes Helden-Setup dabei hattest, hast du dann entsprechend auch gesehen, wenn jetzt zum Beispiel ein Effekt aktiviert worden ist, zum Beispiel beim Schädeltrooper, wenn du nachlädst, ist es so, dass du einen Buff von 15% gesehen hast. Ja, das hast du damals gesehen. Heutzutage sieht man das, glaube ich, gar nicht mehr, dass du sozusagen siehst, was dieser Buff oder diese Fähigkeit von der Waffe kann, sozusagen. Warum das nicht mehr zu sehen ist, weiß ich nicht. Kann auch damals ein Bug gewesen sein. Wäre schön, wenn man das generell sieht, auch wenn die Waffen die Effekte aktivieren. Kann auch jemand mal reinschreiben, wie dieser Bug oder was es halt damals war. Kann jemand mal gerne reinschreiben. Aber das dazu. Also hier würde ich vielleicht auf 6 Punkte gehen, aber wäre wahrscheinlich auch sehr stark. Da bin ich mir unentschlossen. Da können wir einfach mal gleich mal in der Mission schauen.
was denn da eigentlich los ist. Ansonsten, wie gesagt, Leitstand kann ich empfehlen oder aber auch das hier, und zwar kritische Treffer mit dieser Waffe lösen eine Explosion aus, die bei Feinden innerhalb von 0,5 Kacheln 43% Grundschaden verursachen. Das hört sich natürlich deutlich besser an, und wenn ihr sowieso in der Masse unterwegs seid, also besser gesagt in einer Masse kämpft, dann wäre dieser Effekt wahrscheinlich deutlich angenehmer, wäre dann auch entsprechend angenehmer, um ein Lager relativ schnell zu clearen. Muss man halt für sich schauen, was man da am besten möchte. Ich kann hier nur sagen, das hier mit dem Schild, das hatte ich bei der Fintech Salva. Ich weiß jetzt noch nicht, wann das Video hochkommt von der Salva tatsächlich. Dort hatte ich nämlich auch diesen Effekt gehabt, oder da war es gewesen, jeder abgefeuerte Schuss sorgt dafür, dass du dein Schild regenerierst. Die Sache ist aber, und das vergessen viele, du regenerierst während des Kampfes nicht, sondern erst nach dem Kampf. Ja, ihr habt richtig gehört. Das heißt, dieser Effekt bringt euch nach dem Kampf Bangs. Oder es ist verbuggt, das kann auch sein, weil du kannst im Kampf kein Schild regenerieren. Ausgenommen, es ist eine spezielle Fähigkeit. Also, wie gesagt, es kann verbuggt sein und deswegen funktioniert das nicht. Kurz erklärt, es gibt eine Waffe, es gibt verschiedenste Waffen. Wenn du auf der Stelle stehst, regenerierst du pro Sekunde 10% oder keine Ahnung wie viel Prozent Schild hinweg, solange du stehen bleibst. Ja. Ihr kennt bestimmt diesen Effekt, das gibt es bei der Nahgefahr und so. Das ist halt mit dem Schaden, und es gibt es halt für auch viel Schild. Dieser Effekt kann regeneriert Schild, auch wenn ihr Schaden erhaltet. Dieser Effekt, den ihr hier sehen könnt, diesen Schildeffekt, wo das regeneriert wird, habe ich wie gesagt noch nie im Gefecht so stark gesehen, als bei diesem Bleib auf der Stelle stehen und du kriegst Schild dazu. Also, ja, ist jetzt halt dahingestellt, aber wollte ich jetzt hier nochmal erwähnt haben. Dementsprechend kann ich diesen Effekt hier nicht empfehlen. Ja, das dazu, ja, das zu dieser Waffe. Wir steppen natürlich in eine Mission rein. Wir schauen uns auch gleich mal an. Wir haben nämlich die Waffe auch schon hergestellt. Hier können wir sie sehen. Die nehmen wir natürlich auch mit. Wir nehmen das aber, glaube ich, Mitte mit rein. Und nehmen hier die Sache mit. Doof, ich bin doof. Mein Handsetup sieht übrigens so aus. Ein Support dabei. Hier ist der Hybrid dabei. Auch hier will ich auch kurz den Helden tatsächlich zeigen, wo ihr den bekommen könnt. Und zwar in der Sammlung bei den Event-Helden. Und zwar bei den Piratenlamas Helden könnt ihr sie be ihn bekommen. Das ist hier zu finden. Und ihr könnt sehen, kann nur im Lama-Shop erhalten werden. Und natürlich über einen Gutschein. Wer, wie gesagt, das mit dem Leitschaden mitnehmen möchte. Ich würde sagen, wir steppen eine Mission rein und wir sehen uns einfach gleich wieder. Ist das mein Controller? Mein Controller spricht. Aber wieso spricht der Controller? Das macht mich ja richtig paranoid. Mein Controller spricht ab und zu mal mit mir. Lol. Naja, wir sind jetzt in der Mission drin. Ich stelle nochmal schnell Munition her. Weil, ja, Munition verbraucht der Kollege ja hier. Schwerer Angriff. Da kommen die Schüsse raus. Ich finde es sehr interessant, weil das sind eigentlich, glaube ich, Raketen, die wir hier sehen. Können wir uns mal kurz im Einzelnen mal kurz anschauen. Also ich würde sagen, das sind Raketen, das sind keine MG-Dinge. Aber gut, muss man jetzt hier nicht noch weiter hier mit reinbeziehen, aber wollte ich nur viel gesagt haben. Ja. Schwerer Angriff kostet uns etwa 54, 45 Energie. Ja, und hier, wie gesagt, dieser schöne, wunderschöne, schwere Angriff. Hand Setup würde ich auch nochmal kurz zeigen. Könnt ihr sehen. Erhöht die Dauer von Leiden um 34%. Und wir steppen jetzt natürlich rein und suchen uns ein paar Höhlen aus. Ich fand die Waffe sehr interessant. Ich hatte damals auch überlegt, ob die Schüsse Schaden machen. Aber tatsächlich können wir das auch gleich mal ausprobieren. Ja, da habt ihr das, glaube ich, gerade gesehen. Wir können uns aber natürlich eine dickere Höhle schnappen. Ja, schadenstechnisch können wir hier sehen. Geht eigentlich relativ gut klar. Wir spielen das hier entsprechend ohne Helmsetup. Da könnte man also dementsprechend recht gut mitarbeiten. Ich gehe hier natürlich nebenbei noch auf Loot-Tour, weil, ja, ich gebe gerade eine Menge Ressourcen aus und ja. So, vielleicht finden wir hier die eine oder andere Höhle noch, die wir hier mitnehmen könnten. Wir können auch gegen normale Höhlen nochmal kämpfen.
Gibt es ja hier zum Glück zuhauf. Ja, die physische machen uns deutlich weniger Schaden. Aber wir können auch sehen, wir haben ja diese Crit-Wertung noch dabei. Ja, dass wir dann häufiger critten können. Ja, damit kann man ja auch arbeiten. 5 Sekunden hatten wir doch, glaube ich, gehabt, oder? Doch, das funktioniert auch hier relativ gut. Man muss natürlich drauf achten. Und er hat mich einfach weggesprengt. Es hat ihn einfach nicht gejuckt. Naja, wir machen gleich mal das, was man am besten kann als Nahkämpfer. Nee, was meine Mission mache. Viereck drücken, wenn ich ein Video aufnehme. Und wir gehen mal in die andere Richtung. Wir haben eine Heilerin. Ich würde mir hier tatsächlich lieber ein Nebelmonster schnappen. Es hält im ersten Moment mehr aus. Und im zweiten Moment haben wir hier natürlich die bessere Option, diesen schweren Angriff deutlich besser zu sehen, weil er natürlich entsprechend mehr Lebenspunkte hat. Dementsprechend jo, sehen wir uns einfach gleich wieder, wenn ich ein Nebelmonster gefunden habe. Mann, das ging aber schnell. Mahlzeit. Oh, das ist sogar eins, was ich auch haben möchte. Wir müssen jetzt bloß schauen, dass wir erstmal die Standardhöhlen eliminieren. Sehr freundlich dazu entscheiden, das zu machen. Warten jetzt, der wird jetzt hier gleich angreifen. So. Warten seinen Angriff ab. Da der schwere Angriff, wir können das auch mal von weiter weg. Es tut mir leid, wir können das nicht von weiter weg machen. Aber Nebelmonster ist immer am besten. Warte mal, der wird doch, glaube ich, der hielt sich doch, wenn er mich an. War das nicht? Oder war das eine andere Mission? Man hat eigentlich wieder relativ wenig, viel Leben. Ja, Lebensaugeangriff haben sie da. Einmal noch bitte schießen. Müsste es wieder Full Life sein. Genau. Und dann können wir hoffentlich nochmal ausprobieren. Ja, ihr könnt auch sehen, ich mache auch Schaden an dem entsprechenden Busch. Warum habe ich das jetzt getan? Ich bin gut geil. So. Ja, müssen wir auch treffen. Aber ihr seht schon, wir haben auch dem Busch schon Schaden zugefügt. So, nochmal. Da konnten wir es jetzt mal ganz gut sehen. Also wir können auch entsprechend den Höhlen Schaden zufügen. Einschlag, wie gesagt, geht auch recht gut fit. Man kann also auch Schaden gegen betäubte, in Strauchung geratene, eingefrorene und zum Boden geworfene Ziele mitnehmen. Und ja, ihr konntet ganz gut sehen, also man kann auch mit der Waffe entsprechend arbeiten. Ihr könnt jetzt gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr die Waffe findet. Wie gesagt, ich habe sie gerne. Ja, sie wird wahrscheinlich bei mir drin bleiben. Die kann ich ab und zu mal spielen. Aber ja, das wäre es auch mit dem Video. Wir sehen uns dann natürlich im entsprechenden nächsten Video wieder. Bis dahin, Leute, und tschüss.